Die SBCs aktuell in EAFC 24 sind leider alle etwas zu teuer. Heute kam die nächste SBC raus, wie sieht's hier aus? Genau das schauen wir uns jetzt an. Wer kam hier raus? Wie viel kostet die Karte? Was gibt's für Alternativen? Und so weiter. Wenn du Bock hast auf das Video, lass gerne ein Like da und ein Abo, um uns zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Also, es kam Estefania Banini raus von Atletico Madrid aus der spanischen Frauenliga. Wenn ihr nochmal mehr Infos zu den Frauen in Ultimate Team haben wollt, checkt gerne das Video oben in der Infokarte ab. Dann wisst ihr auch, wie die Karten linken. Banini spielt wie gesagt für Atletico Madrid in der spanischen Liga F, hat 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, das ist für den Start wirklich top, dazu die Arbeitsraten hochmittel. Mit 1,63 Meter ist sie, vor allem im Vergleich zu den Männern, relativ klein. Kommen wir mal zu den Werten und die finde ich richtig stark, ziemlich ausgeglichen. Für den Start sind das wirklich Top-Werte, unter anderem 91 Antritt, gute Schussstats, richtig krasse Passstats. Auch beim Dribbling sieht die Karte richtig krass aus, vor allem wenn man bedenkt, dass das jetzt keine Flügelspielerkarte ist, sondern vor allem eher ein Achter. Man kann Banini aber auch auf dem linken Flügel spielen. Hier fehlt aber vielleicht ein bisschen die Sprintgeschwindigkeit. Dazu kann sie auch noch verteidigen, was echt ganz nice ist. So gut sind die Werte hier aber nicht. Bei der Physis ist die Stärke mit 70 noch in Ordnung. Beim Chemistry Style kann man richtig gut mit dem Anker gehen und so sieht die Karte für einen offensiv ausgerichteten Achter schon richtig stark aus. Zum Thema Linkbarkeit, Atletico Madrid hat auf jeden Fall ein paar Karten, mit denen du Banini verlinken kannst und auch die Liga ist nicht schlecht. An sich kann man die Karte wirklich richtig gut einbauen. Abgeben muss man ein 84er und ein 85er Team, was auch momentan leider ein bisschen teuer ist mit 60.000. Da reiht sie sich einfach gut in die letzten SBCs ein, die leider alle so ein bisschen zu teuer sind, vor allem für den Start. So viel muss man erstmal aufbringen. Dafür läuft die SBC aber noch 30 Tage, was richtig nice ist, also man kann sie auch noch ein bisschen später machen. Schauen wir uns mal Alternativen an. Es gibt hier Guiterres aus der gleichen Liga für auch so ungefähr 60.000. Die Karte sieht insgesamt ziemlich ähnlich aus. Dann gibt es Putellas, die sogar 1 Million kostet, hat aber auch richtig krasse Stats, dazu 5,5. Bisschen teuer finde ich, aber auf jeden Fall gerechtfertigt teurer als Banini. Und eine andere SBC gibt es ja auch noch zu Madison, der kostet nur 50.000, ist aber auch schwächer, gerade was die Defense angeht. Kommen wir mal zum Fazit. Ich finde die Karte eigentlich richtig nice von den Werten. 4-Star, richtig gute Linkbarkeit und auch die Stats gefallen mir richtig gut. Allerdings ist die Karte halt, eben wie alle anderen SBC auch gerade, ein bisschen zu teuer, deshalb würde ich hier abwarten. Man hat ja noch 30 Tage Zeit, dann kann man auch noch gucken, wie sich die Preise so verhalten. Vielleicht sinkt ja alles noch ein bisschen und dann kann man die SBC immer noch machen. Also Karte ist gut, aber ist jetzt keine SBC, die man unbedingt jetzt schnell machen muss, sondern da würde ich abwarten und gucken, was sonst so rauskommt und wie sich die Preise verhalten. Wie siehst du das? Schreib das unbedingt mal in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.